Hallo, du blind Spectator vor dem Mikrofon. Na, welches Trinal hätten Sie denn gern? Den ersten. Das erste. Wir haben einen langen Weg vor uns, wenn wir die Ruinen vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wollen. Es ist so still hier. Ich habe das Gefühl, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, haben wir gesehen. Den haben wir gesehen. Da lasse ich mich dich einfach nicht lumpen. Hallo? Ja, danke. Easy. Die gehen runter. Ja, ja. Da unten sieht es aber auch nach Secret aus. Da gehen wir erstmal kurz hin. Ja, ihr da oben könnt euch mal ganz entspannt zurücklehnen, ne? Da sagt er entspannt zurücklehnen. Das hatte nichts Entspanntes, was ihr da gerade gemacht habt. So, nehmt es da nochmal weg. Eins. Zwei. Drei. Da war ein kurzer Moment geschickt und dann doch nicht. Weg mit dir. Du auch weg. Geh dahin. Oh. Verpasst. Ob der jetzt schon wieder her? Okay, komm. Komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, spawnen hier noch irgendwelche Gegner? Das sieht irgendwie so nach einem Spot für Gegner aus. Aber scheinbar nicht. Sind aber so Dingenskirchens. Die ist schon auch gut darin, Gegner zu vernichten, ne? Okay. Ja, warum sollte man darüber gehen, wenn man auch einfach den Zauberer hat? Mhm. Eine Truhe. Eine weitere Fähigkeit. Fischhaut. Nee, das ist tatsächlich keine Fähigkeit. Ermöglicht unbegrenzte Aufenthaltsdauer unter Wasser. Okay, dann wird sie jetzt unsere Schwimmerin. Oder gilt das für jeden? Nee, gilt nur für sie. Witzig, weil irgendwie unnötig, ne? Man kann es ja ohnehin im Inventar hin und her schicken, wie man will. Das haben wir nach oben genommen. Okay. Das können wir dann da hinschieben. Nein. Man könnte übrigens auch springen, indem man einfach nach oben drückt. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Das ist noch so richtig oldschool. Früher war das bei Spielen häufiger üblich, dass man gesprungen ist, indem man nach oben gedrückt hat. Zumindest wenn es so 2D-Spiele waren wie sowas hier. Heutzutage eher nicht mehr so. Frechheit. Einfach runterschießen. Hm.
Okay. Sehr gut. Haben wir das geholt. Echt schön der Hintergrund, oder nicht? Das ist halt, ich glaube, Schwein hat wahrscheinlich auch so, also es ist älter als Ori zum Beispiel, ist auch älter als Limbo, und ich glaube, diese Spiele haben potenziell auch so ein bisschen Inspiration aus Schwein genommen. Allgemein so 2D-Spiele mit so schönen Hintergründen sind etwas, was es in meinen Augen echt gerne öfters geben kann. Ne? Einfach auf Nummer sicher gehen. Einfach drüber gesprungen. Okay, sehr schön. Nächster Checkpoint. Da oben ist noch irgendein Skelett gestorben. Wenn es sonst keine Hobbys hat, ne? Okay, da unten ist böse. Nur für den Fall, dass wir runterfallen. Wir sollten eh da hoch. Ja, aber dann werde ich hier Brücken brauchen. Die ist zu klein. Die passt. Zu klein. Sehr schön. Ich glaube, da können wir aber auch Seil festmachen. Ja. Gut. Hier unten noch irgendwas. Aha. Ein Erfahrungsfläschchen hat sich da nochmal versteckt. Und hier oben war auch eins. Nächste Mal. Sonst noch? Hier? Nee. Ach, da waren nur so Pfähle drunter, ne? Die Aua gemacht hätten. Ja, das hier ist einfach nur der Kreis. Kann man hier durch? Hier durch? Und dann können wir auch solche tollen Sachen machen, ne? Ha! Oh, da ist auch noch eine Truhe. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Das wollen wir ja nicht. Halskette der Macht. Erhöht den Schaden durch Waffen, die Mana verwenden um 25%. Das ist ja eigentlich momentan nur sie. Ich meine, gut, die haben alle Angriffe, die Waffen Mana verwenden können. Inzwischen. Aber eigentlich ist das gängigste ihre. Für mich so. Na. Na. Levelaufstieg. So, was nehmen wir? Wir nehmen schnelleren Köcher. Ah, angenehmer. Okay, das ist zu tief.
Weiß man ja nicht, wenn man es nicht vorher mal angeguckt hat, ne? Was für ein Arsch. Nein, 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 nein. Okay, aber wir haben es geholt. Jetzt müssen wir es nicht nochmal holen. Und da oben ist auch direkt schon der Checkpoint. Alles gut, wir haben wieder alle. War vielleicht etwas verlustreicher und nervenaufreibender, als es sein sollte. Als es hätte sein müssen. Aber passt schon. Tanken sind halt echt eine geile Sache, ne? Wieder ein Teil geschafft. Sehr schön. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Es ist auf jeden Fall sehr dunkel. Ah, stimmt ja. Wir haben ja geile Feuerpfeile. Ach, ich habe das Ding sogar schon richtig gelegt gehabt. Finde ich krass. Sterben Sie. Wie es auf mir rumstammt. Mensch, wir müssen hier mal. Erstmal dich. Dann dich. Und dann dich. Ah. Wie sie überall sind. Mein Knie juckt. Leute, ich sterbe. Ja, mein Knie ist an der Nase. Hab ich richtig gesehen. Oh mein Gott, das ist ja richtig riot gegangen, das Ding. Oha. Gut, dass die da hingeflogen ist, sonst hätte ich das hier überhaupt nicht gesehen. Ach, fuck. Bin ich natürlich richtig dumm hingefallen. Aber das Ziel ist klar. So, tu das Ding mal runter. Das war gut versteckt, dieses Licht prima. Prisma. Erhält bei jedem Checkpoint mehr Gesundheit und Mana. Okay, alles giftig, alles scheiße. Ah. Ja, das passt schon. Muss ja nicht so 100% nicht genau passen. Den Checkpoint da oben wollen wir natürlich schon haben. Was hier noch? Der Sturmhammer für Ritter. Ohne Fähigkeit wieder, ne? So, der Sturmhammer. Der beinahe alles zu trümmern. Sei es Holz, Eisen oder Knochen.
Alle Sturmeffekte kosten Mana. Einfach verwechseln. Oh. Nicht so. Sehr schön. Er hat eine neue Waffe. Die ist natürlich ewig langsam. Aber die brauchen wir zum Beispiel hierfür. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir sowas jetzt auch können. Okay. Bisschen wackelig. Aber passt schon. Da oben war ein Erfahrungsfläschchen, habe ich gesehen. Sehe ich. Nehme ich. Sehr geil. Stirb. Keine Widerworte. Aus. Aus. Ganz hart getroffen, der Arsch. Okay. Noch jemand? Ich muss hier wahrscheinlich alles gleichzeitig belegen, ne? Einmal hier ablenken und da. Spinnies. Huiuiui, Spinnen sind ganz schön eklig. Sieht so aus, als wären da oben noch mehr, ja. Die machen keine Gefangenen. Okay. Ja, shit. Warte, wir machen so. Ah, etwas mehr Fläche, der wir arbeiten können. Okay, jetzt ist es immerhin etwas geradliniger. Ja, jetzt passt's. Jetzt haben wir es gemacht. Ich hätte da natürlich auch einfach eine hinlegen können, ne? Aber warum einfach, wenn es auch komplizierter geht als das? Und ein weiterer Checkpoint. Und ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge von Trine. Wir sehen uns aber nächstes Mal wieder. Haut rein. Ihr mögt Dark Souls? Ich auch. Dann abonnier doch meinen Kanal. Klick dieses Video. Klick das Video. Auch wenn ich kein Dark Souls Let's Play habe.